Getankt hier? Und die anderen, die stehen da schon. So, wir sind jetzt beim Autohof in Winsenluhe. Es sind eigentlich waren nur 4 Leute angemeldet, aber es sind jetzt doch ein paar mehr gekommen, wie ihr seht. Genau, ein Kollege hier hat sich noch eine Tri-City geholt. Gefällt mir auch sehr gut, so von der Farbgebung her. Wartet noch auf sein Topcase, aber da kann man mal sehen. Das ist nämlich die Halterung, die mir noch fehlt. Die hat er schon bekommen, aber das Topcase fehlt halt noch. Hier steht der Jürgen mit seiner Black Pearl. Ja, Michi mit seiner neuen Kiste hier, der Angeber. Ja, schön. Carsten ist da. Bist du heute mal mit der Forza oder wo bist du mit? Heute mit der Forza. Oha. Ah, komm, hör auf, ey. So, wir satteln jetzt die Pferde. Ne, mein Lieber? Genau, und an dieser Stelle werde ich euch erstmal ganz recht herzlich begrüßen. In meiner freundlichen, liebenswerten Art und Weise. Moin ihr Landratten und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kasi on Tour. Ja, wie gesagt, wir machen heute eine Heidetour und warten, bis Lord Helmchen sich den Deckel aufgesetzt hat da vorne. Und hoffen einfach, dass wir eine ganze Menge Spaß haben heute und ja, den wünsche ich euch jetzt auch. Achso, ja genau, wir starten nach dem Intro. I
all I could do to get away. But now that I'm here, I'm filled with fear. In the mirror when I look at my face, I couldn't wait to move. I had so much to prove. It's all I could do to get away. And now that I'm here, I'm filled with fear. In the mirror when I look at my face, all I see is an empty heart and broken. So, ich hatte gedacht, wir gehen hier jetzt alle Tretboot fahren oder so, aber irgendwie wohl nicht. Ja, ansonsten schön hier, ne? Ich muss nachher mal auf der Karte gucken, wie groß der See ist. Der kann nicht so groß sein, glaube ich nicht. Kann man hier schlecht erkennen, kann man schlecht einsehen. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock, meine Drohne rauszuholen. Dann hätte man das natürlich mal so ein bisschen zeigen können. Ja, hier kann man das jetzt noch mal so ein bisschen sehen. Also wie gesagt, das ist nicht groß. Ne? Wir sind wie gesagt jetzt hier vorne und im Endeffekt so groß ist der See nicht. Ne? Da sitzen die ganzen Kaffeetanten hier. Ne? Echt. So kurz vorm Einschläfern, hör mal. Der kleine Schmerz. Hier ja, fast der Jüngste hier in der Truppe, wa? Ja, allerdings. Ich glaube, die sitzen da vorne, die Jungen. Da setze ich mich da mit zu. Da hat man auch gleiche Themen. Ja, dann kannst du dich wenigstens über Sextor unterhalten. Ja, über Krabbsteine und so weiter. Darüber kannst du dich mit uns auch unterhalten. Wir haben das früher mal gemacht. Ihr habt das doch alle schon vergessen, wie das geht. Nee. Daran erinnern wir uns immer noch ganz groß. Welche Heldentaten damals so passiert. Ja, ihr merkt, ne, wir haben hier schon wieder Gespräche am Start. Ja. Ja. Es geht hier gerade um Sex, die Alten unterhalten sich über Sex und so. Achso, ich hab das gar nicht gemerkt, wie oft du uns überholt hast schon. Das ist so geschehen, wie überholt uns ein paar Mal. Das ging so schnell, manchmal. Was macht er denn da jetzt? Guckst du, ob alle da sind oder was?
Ja, schöne Strecke gerade gewesen zum Fahren. Auf dem Weg gleich zum Lobhausee wird es, zum Lobhausee sage ich schon, hier zum Lost Place, wird es gleich nochmal ein bisschen holpriger. Das kenne ich noch vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir da waren. Ja, dieses Dorf hier, Lobau, wo wir jetzt sind, das ist eigentlich ein militärisches Sperrgebiet. Aber, habe ich schon gesehen. Aber wie gesagt, wenn die Schranke zu ist, dann darf man hier nicht betreten. Aber wenn die Schranke auf ist, dann darf man hier rein und darf sich das anschauen. Ne? Ja, mittlerweile ist das alles eingezäunt. Wir haben, wo wir vor anderthalb Jahren hier waren, da war das alles offen, da konntest du reingucken in die Häuser teilweise noch, ne? Aber mittlerweile ist das alles zu hier. Nebelmonster für 6-7 Jahre ungefähr, als Hörerfeldwebel später, als die Ausbildung, und dann haben wir natürlich alle Schießbahnen, die sind hier, das ist angeordnet, so ähnlich wie so ein Tortenstück, alles kann man sagen, so grob. Und die Schießbahnen laufen immer zur Mitte des Platzes, das ist aber Kilometer tief. Also wenn du hier mit dem Leopard schießt, dann hast du eine maximale Kampfentfernung damals von ungefähr 2,5 Kilometern gehabt. Heute sind bis zu 5 mit Leopard 2. Und dann natürlich in der Woche wurde ständig geschossen. Nachts, tagsüber. Und dann sind die Schranken natürlich runter. Wer sie da rein begibt, hat ein Problem. Ne? Dennis, wieso steht bei dir hinten ADV drauf? Du hast doch gar keine ADV. ADV heißt Adventure. Ah, kann man das nicht ausschreiben? Nee. War das Shirt so günstig oder was? Ich hab mein Kreuz ist nicht reich genug. Ja, ja, richtig. Da hätte man ja auch ein bisschen kleiner drucken können, ne? Ja, ja. Dann kann das ja keiner mehr lesen. Ja, das ist natürlich schön, wenn du so Leute dabei hast, die dir so ein bisschen was darüber erzählen können, ne? Auch wenn das jetzt. Ja, damals war das spektakulärer natürlich, wo man da so ein bisschen mehr entdecken konnte, ne? Wenn man da mal so Türen aufmachen konnte von den Häusern und so, mal reinduschern. Aber so die Geschichte dahinter und wie gesagt, da ist Jürgen natürlich als Gruppen- und Dienstältester hier bei uns, weil er eben, wie gesagt, hier das alles kennt, natürlich prädestiniert, uns dann auch ein bisschen was darüber zu erzählen. Ja, finde ich toll. Wieder ein bisschen was gelernt und Jürgen hat ja auch immer eine ganz flockige Art, was zu erzählen, ohne dass es dann auch langweilig wird, ne? Thank you.
Lieben, das war unsere heutige Tour. Ein bisschen was haben wir gesehen. Es war auch interessant. Streckentechnisch war es jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, wie gesagt, wie andere Touren, die wir bisher gefahren sind. Trotzdem hatten wir einen schönen Tag. Wie gesagt, jetzt hier die Tour ausklingen lassen beim guten Essen. Und jetzt geht es auch gleich für mich dann wieder Richtung Heimat. Den Rückweg mache ich jetzt über die Autobahn. Und wie gesagt, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das macht. Ein Daumen hoch fürs Video ist natürlich auch gerne gesehen. Checkt auch gerne mal meinen WhatsApp-Kanal. Da ist auch eine ganze Menge los. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich und sage ciao, ciao. Euer Kasi. Schön.